Vordergrund des Dalai Lama. Pauli hat sich unter bestimmten Bedingungen bereit erklärt, uns die Lottozahlen von nächster Woche zu sagen. Bedingungen sind Opfergaben und eine Lotto-Meditation. Lotto-Meditation, Tag 1, erster Versuch. Pauli kotzt und nimmt unsere Opfergaben nicht an. Er will uns damit sagen, dass er unsere Bitte, um die Lottozahlen der nächsten Woche zu erfahren, ablehnt. Er fordert uns auf, nicht den weltlichen Werten zu erliegen. Das Weiße, Meer der Kotze, gemahnt uns an Reinheit und unendliche Weisheit, das Eins mit dem Universum. Mitten im Sommer fällt ein welkes Blatt vom Baum und wir beschließen, die Meditation zu vertagen. Kleingartenanlage sehe ich ein Schild, das dazu auffordert, die Leute, die ihren Gartenmüll über den Zaun auf das Bundesbahngelände werfen, zu denunzieren. Sie werden als Ferkel bezeichnet und ich denke, schon wieder ein neuer Beruf. Ferkeljäger in der Kleingartenanlage Köln-Bickendorf. In der letzten Zeit sind mir viele neue Berufe in den Kopf gekommen, zum Beispiel Kuli-Reparatur, Profi-Entjungferer, Eisverkäufer am Nordpol, Kastreur, das bedeutet Entstörer sinnlicher und sexueller Gelüste, heiße Maronen für Afrika, Spesenverwerter, Hilfsorganisation ohne Ziel, Finanzberatung ohne Sinn. Pauli lässt sich entschuldigen, Frauchen geht es nicht gut. Nachdem uns Pauli gestern zugekotzt hat, bin ich nicht sicher, ob wir Pauli nochmal zu Gesicht bekommen, da er unser Ansinnen, die Lottozahlen von nächster Woche zu sagen, wohl gar nicht gut findet. Tag 3 der Lotto-Meditation. Heute ist so ein Tag, ja wie denn, will malen geht nicht, will schlafen geht nicht, Computer streikt wieder einmal, will telefonieren, keiner ruft an, keine Post, noch nicht mal eine Rechnung. Absolut leer. Wer bin ich? Niemand. Was will Pauli mir damit sagen? In der kommenden Nacht träume ich, dass Robert Redford auf mich zukommt und mir aus einem Koffer dicke Dollarbündel in meine Nylontasche wirft. Noch einmal weggeht und zurückkommt mit neuen Bündeln und sagt, das ist noch mein Honorar für den Film Der Watergate-Skandal. So, jetzt hast du alles. Ich denke, was soll ich mit dem ganzen Geld? Pauli wird für den nächsten Tag spät abends angekündigt und ich bitte darum, ihn nicht mehr zu füttern, damit ihm keine Übelkeit entsteht und er bei unserer Lotto-Meditation einen gesunden Appetit hat. Lotto-Meditation, Tag 4. Pauli wird angekündigt und ich schlage vor, die Meditation in einem ruhigen Umfeld stattfinden zu lassen. Pauli kommt, ist blendender Laune, nimmt auch nach einer kurzen Prüfung unsere Opfergaben an und schenkt uns seine Lottozahlen der nächsten Woche. Wir tippen sie und haben drei richtige. Da die Zahlenreihe 12-mal getippt wurde, ergab sich ein Reingewinn von 120 Euro.
sodass wir davon ausgehen, dass Pauli die Meditation auf unbestimmte Zeit verlängern möchte. Wahrscheinlich wegen den Opfergaben. Lucifer sah laut der Materie einen Schimmer, der die Menschen blendet und sie für die höheren Wahrheiten blind macht.